Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Dark Souls. Souls, ne? So, wir spielen natürlich mit Controller mal wie immer, ne? Ja, von Bandai Games und der From Software. Eine sehr schöne Marke, die wir alle mögen und respektieren. Havok auch, das haben sehr viele Spiele haben die mitentwickelt. Da sind wir sehr froh drauf, dass wir die auch auf unserer Seite haben. Und hier haben wir das Menü ohne Musik, wie immer, von Dark Souls 1, Prepare to Die Edition. Und wir laden jetzt mal das Spiel, ne? Omi Liebe, ne? Wir sind voll geile Stufe. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich mit einer Magierrüstung sowas nicht machen soll. Deswegen möchte ich, ach, warum bin ich denn hier gestorben? Was soll das? Ach ja, genau. Weil ich ja vor dem Nebel, ja, genau, ja. Ja, ich verstehe, ich erinnere mich wieder. So, wir werden jetzt einfach mal, was ausprobieren, ne? Ihr kennt es ja, ne? Alle von, ja, natürlich kennt ihr es. So, hier sind wir wieder. Dann, wählen wir mal die Rüstung aus, und zwar den Elite-Ritterhelm, denn, der gibt am meisten Rüstung, ne? Wer hätte es gedacht? Dann hier auch die Elite-Ritter-Rüstung und die Elite-Ritter-Schurken und dann natürlich die Elite-Ritter-Gamaschen. Denn jetzt sind wir voll fett und fallen immer auf die Fresse. Deswegen kann ich jetzt auch richtig geil kämpfen, so. Ich probiere es einfach mal aus. So, ich nehme auch anstatt die Ushigatana. Ne? Ja, ich wollte nur mal sagen, ne? Die macht dann nur fast 200 Schaden, aber ist ja egal, ne? Weil ich meine, ich kann ja das Spiel nicht, ne? Ich bin ja nur so ein Typ. So. Dann nehmen wir mal hier. Was haben wir denn hier für Dingens? Eine Sense. Ja, die ist auch nicht schlecht, aber, ja. Ich nehme mal den Blitzspeer. Ich will mal ausprobieren. Wir können jetzt ausprobieren gehen, ne? Ja, ihr wisst Bescheid. Ich nehme auch auf. Oh, ich bin jetzt nicht am Streamen. Ausnahmeweise mal. Hoffentlich. Und, wir spielen hier Dark Souls, ne? Wer hätte es gedacht? So. Und, um das zu testen, ne? Ja, ne? Gehen wir mal zum Bubi da hinten hin, ne? Ja, ne? Denn, der ist ja gut genug und, eine richtige Challenge. Ey, du, ey, ja, Ey, Alter. Kommst du mal? Oh, das tat ihm bestimmt richtig weh. Und zack, in seine Genitalien. Und zack. Also, für jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Ich bin positiv überrascht, wie viel wir aushalten. Also, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sowas hier. Oh, eine große Scherbe. Damit können wir die Katana natürlich oder auch das Blitzspeerchen hier aufwerten. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt mit einem Schwert, Speer kämpfen wollen würde. Denn, das ist nicht so meine Waffe, wisst ihr, ne? Ich bin nicht so der Pro-Gamer in diesem Bereich, ne? Ne? Ja, ihr wisst Bescheid. Also, ja, ich rede jetzt mal reden, genau, normal. So, so. Wir sind die schnellsten Menschen der Welt, das merken wir. So, ich trinke mal einen Schluck hier. Und komm mal zu den Typen da hinten. Hey, Junge! Also, aushalten tun wir natürlich rechnerisch schon mal viel mehr, als weil wir ja eine schwere Rüstung tragen. Dafür kann ich ja aber schlecht richtig gut ausweichen. Ja, weil wir halt eben eine schwere Rüstung tragen. Nein, da wollte ich. Ja, das hätten wir jetzt auch überleben können. Ich verstehe nicht, was das Problem des Spiels ist, dass wir sowas nicht überleben. Das ist bestimmt ein Bug, da müssen wir mal ein bisschen fixen, ja? So, ne? Jetzt wähle ich einfach mal der Kuriosität halber mal eine andere Waffe, ne? Ach ja, wir haben hier auch das Riesenschwert ausgerüstet als Zweitwaffe, weil wir halt eben nichts auf die Reihe kriegen. Ich bin mal dafür, dass ich mal eines der fetteren Schwerter nehme. Wo haben wir die denn? Eins der Schwerter, die Fettschaden machen können, ne? Hä? Das Battleschwert meine ich natürlich nicht. Ich meine das Großschwert, das wir hier aufgewertet haben, nur um zu testen, wie gut es ist. Also diese Waffe hier. Aber, um nochmal zu gucken. Wir können ja, wir haben ja große Scherben, damit könnten wir ja das Großschwert. Wir haben zwei kleine Scherben, aber nicht genug, ne? Und die Krude, wir haben genug Scherben, aber nicht genug Seelen. Das wollen wir jetzt mal ändern, denn wir haben doch bestimmt eine Seele.
Wir haben doch bestimmt eine Seele irgendwo herumliegen. So in unserer Seelensammlung. Guck mal, eine Heldenseele. Das ist doch schön. Die können wir benutzen. Ja, ihr werdet mich alle hassen dafür. Aber warum nicht? Oh, 100.000. Wer weiß was. Dann benutzen wir auch mal die andere Seele, damit das sich ein wenig, ne? Damit das sich deppert. So, das nehmen wir auch. Ach, das hätte ich mehr nehmen. Ich dachte, Held. Ja, aussteigen können wir jetzt nicht. Da fehlen uns natürlich die 400 Punkte. Die könnten wir aber gleich aufnehmen. Die könnten wir gleich mal ein bisschen erfarmen aus diesen einen Typen da hinten. Deswegen ist das jetzt auch nicht so schlimm. So, das Grundschwert können wir doch nicht aufwerten, denn wir haben ja nicht noch. Da fehlt uns noch eine kleine Scherbe. Aber die Ultikatana macht jetzt 200 Schaden. Wer hätte gedacht? Rundreiniger, eine coole Waffe. Ja, wer hätte gedacht? Eine coole Waffe. Ne? Nicht krude, sondern cool. So, jetzt erfahren wir uns nochmal die 800 von den Typen da hinten. Der müsste ja eigentlich ganz leicht zu töten sein. Wie wir es ja gesehen haben, wir sind ja richtig hochgeskillt. Wir sind ein richtiger Dark Souls Spieler. Aber mit einer Hand können wir diese Waffe halt eben nicht so leicht benutzen. Deswegen müssen wir die Hand in beide Hände nehmen. Das Schwert in beide Hände, damit wir richtig schön zuschlagen und auch richtig Damage austeilen. So, da hinten ist jetzt unser Kandidat der Woche, ne? Von der Bild oder so. Hallo, mein Freund. Wie geht es Ihnen mit Ihrem Schwert? Die sind langsam, das wissen wir alle. Aber ich auch. Ha, da haben sie mich jetzt aber jetzt nicht getroffen. Das tut mir aber so leid. Natürlich machen wir verdammt viel Damage. Sind dafür aber auch langsam wie ein Aal. Keine Ahnung, warum ich Aal sage. Es ist einfach nur so. Also, das lief schon mal ganz gut. Er droppt natürlich nichts. Wer hätte gedacht? Wer hätte gedacht, dass er nichts droppt? Ich bin erstaunt. Ich bin wirklich erstaunt. Kein Scherz. Ich dachte, er würde eine große Scherbe droppen. Wir springen noch auf sehr realistische Weise. Wir können kaum rennen, aber immer noch 100 Meter. 100 Meter hochspringen. Alter, wäre ich jetzt auf sein Map geflogen, wäre ich ausgerastet. Ich schwöre es Ihnen bei meinem Sackschweiß, dass dies funktionieren würde. So, ich könnte jetzt auf Vitalität gehen oder auf Kondition, damit die Belastung noch ein wenig steigt. Oder wir gehen auf Stärke. Wir gehen heute mal auf Stärke. Heute gehe ich einmal auf Stärke. Damit wir einfach die Waffen besser führen können. Wie unser Führer, der Adolf. Wer hätte es gedacht? So, jetzt gehen wir aber mal zum Endboss. Denn da müssen wir ja eigentlich hin, ne? Wer hätte es gedacht? Ich dachte oft, wer hätte es gedacht. Aber wer hätte es gedacht, dass ich was sage, ne? Ehrlich gesagt, ne? Ehrlich. Hier. Ach ja, hier geht's gleich los. So. Hier einen höher und dann drumrum. Yay, mich ruft jemand an. Einen Moment. Tut mir leid. Scheiße.
So, da bin ich wieder. Hatte einen schönen Anruf der Arbeitsagentur bekommen, weil ich arbeite. Nein, wegen Ausbildung und so was. Aber ja. Und die wollte wissen, was wie so ist. So, yo, wie geht's dir, Leon? Ja, jetzt habe ich meinen Namen gesagt. Ja, da, geil. Jetzt wissen alle meinen Namen. Ja, ist ja, eigentlich ist es auch egal. Es ist eigentlich auch egal. Das hätte ich eh schon beim Twitter-Special gesagt. Ich bin weg. I'm drinking. Alter, macht das Ding Damage. Au. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist das Problem bei fetten Waffen, Alter. Hurensohn. Wie kann das wagen, mich zu berühren? Er droppt eine große Scherbe. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Ich kann voll fett abfurzen, nicht, denn ich weiß, wie dein Name heißt, du Wicht mit der Gicht. Warte mal, wo muss ich mal hin? Wo muss ich mal hin? Muss ich hier runter? Nein, ich muss da nicht runter, oder doch? Ich habe es vergessen. Wir müssen da hinten. Ich glaube, ich muss hier. Hä? Ich glaube, ich muss hier hin. Scheiße, eh nicht. Oh, ist hier eine. Warte mal kurz. Ist jetzt nicht. Ich dachte. Wie kannst du es wagen? Hier wird keine Fanta getrunken, das ist hier Schuleigentum. Was? Jo, dann halt eben so. Ich wette, hier ist eine Tür. Oder so ein verborgener Weg oder sowas. Ich würde nicht umsonst hier einfach mal ein Weg sein, wo du nicht hin kannst. Jo, oder ist das hier nix? Ne, hier ist nix. Schade. Ich habe gar keinen Händler gesehen. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Händler ist, aber den kann ich nicht handeln. Der war gut. Der war richtig geil. Der Witz. Ich habe vergessen, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss hier hin. Und dann woanders hin. Nein. Ich glaube, hier war doch immer dieser scheiß Nebel. Ah ja, hier. Ich muss ja hier rüber. Hier rüber, Junge. Da, 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 da. Ah, da hinten ist ja der Ritter. Typ. Aua. Das hat jetzt aber weh. Eine kleine Scherbe. Damit kann ich das Schwert hier auch nochmal aufmöbeln. Ich hab den voll. Pass auf, Zufall. War ich hier hinten schon? Ich glaube, ich war hier hinten schon, oder? Ja. Nein, hier war ich noch nicht. Hä? Oder war ich hier und hier ist nichts gewesen? Ich, egal. Egal. Ich jetzt immer, ich gerade wieder auf den, ich wollte auf den Chat gucken bei Twitch, aber ich stream ja nicht. Ja. Durch den Nebel schreiten wir. Hallo, mein schöner Eisengolem. Ach, ist das heute ein schöner Tag. Er wirft mit Luft um sich. Ist das nicht schön? Hallo. Ey, Alter, du bist doch ein Dicker, ey. Aua. Aua. Ich fall durch den Boden, genau. Ich bin durch. Das war kein. Ich bin durch den Boden gefallen. So, und das ist darum, warum ich keine schwere Rüstung trage. Weil man dann eben nicht. Ich guck mal kurz was nach. Status. Wir wiegen gerade 45,3. Wenn wir. Wir müssten.
die Hälfte, also unter der Hälfte der Belastung sein, damit wir richtig schnell ausweichen können und rennen können. This is the reason why I'm wearing the Magier-Rüstung. Because it's very good to wear. You know? You Knoblauch? Bodenlose Kiste. Was habe ich in der Kiste an Rüstung? Standardhelm. Robuste Lederrüstung. Mal was gucken. Wie viel wiegt das Ding? Das macht 39 und wiegt 11,7. Guck mal, die Purpurrobe macht einfach mal... Hä? Die hat viel mehr Resistente und wiegt viel leichter. Wo ist dein Problem, Junge? So, beim Helm ist eigentlich auch die paar Punkte und das... Okay, hier kann ich sagen, okay, da kann ich zum Beispiel die Ritterstulpen dran lassen, weil... Ja, hier macht sogar das Lendentuch. Oh, das Lendentuch. Wie sind wir immer noch so schwer? 31,1. Ich glaube, ich nehme hier wieder die Katana. Vor allem, wenn die jetzt so fett Damage macht. Also jetzt wiegen wir... Was? Ich wiege ja noch mehr. Peter? Weil wenn ich das zweite Ding einfach wegmache, dann müsste ich hier reintreten. Jo, wir wiegen jetzt einfach mal 10.000 Kilo leichter. Leichter. Natürlich töte ich den Typen da hinten, weil... Warum nicht? Hey, mein Freund aus dem Süden. Wie maxen die Rüben? La 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 la. Natürlich macht er jetzt viel mehr Damage. Und zack. Ich mag die Katana, weil die so schnell ist. Muahahaha. Eine große Scherbe. La 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 la. Dass ich die nicht erbe, wenn's dir gederbe. Keine Ahnung. So, jetzt nochmal das gleiche. Das war knapp. Hier sind wir auch schneller, können schneller hüpfen, können schneller schlüpfen und mehr, ja, andere Sachen, so. Jetzt gehe ich hier hoch und laufe auf diesem Linienweg ohne Geländer. Dass das überhaupt ein richtiger Weg ist, ist sehr witzig. Wer baut überhaupt sowas? Ja, ne, wenn ihr dann da durch wollt, dann müsst ihr hier den ganzen geraden Weg nehmen. Aber, um da durchzukommen, da braucht er dann irgendwie 5000 Treppen, die alle ohne Geländer und Wege, nur um diesen fetten Weg zu gelangen. Natürlich gibt es da für eine Haupttür. Ich habe ein Schild, yo. So, du Gollum. Du Gollum. Mal runter. Au! Schön mit der Faust in die Fresse rein. Jetzt hat er so fette Beine. Warum schlägt er mich? Also, dumme Frage. Der kann mich grabben. Und am Rand der Map schlagen. Das ist gut. Hallo. Lass mich mal kurz was trinken, danke. Ich will eine Fanta trinken, so.
Hey, taumelt der gerade? Ja, was ist mit denen los? Ey, Junge, bist du betrunken? Ey, ich bin ich hab gedodged. Dodge Ram, Alter. Dodge Charger. Ich wollte gerade sagen, es macht eben bestimmt eine Special-Attacke, weil der Rad kritisch ist. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz wieder eine Fanta, ja? Alter, ich will auch so ein fettes Ich hab sogar so eine fette Axt. Nur, da fehlt ein paar tausend Stärke für, damit das benutzbar ist. Weißt du, Funk gibt mir noch Tipps hier. Ja, du musst immer rollen, immer rollen. Ja, also das Rollen. Das ist gut. Aber nur gut, wenn du gut trinken. Immer gut trinken, wenn besoffen. So, komm mal näher. Indiana Jones, so. Eisenkohle im Kern. Oh. Oh, geil, ey. Boah, jetzt kann ich meinen eigenen. Oh nein, sag bloß, diese Dinger werden jetzt lebendig. Dann tanze ich aber. Oh, cool. Meine Haustiere sind da. Njam, njam, njam. Yay, wir fliegen davon in den Himmel. La 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 la. Ich mach grad voll die Szene kaputt, ich weiß, aber cool. Ach, der Trump Tower, voll vergessen. Das ist der Trump Tower. Ihr kennt doch den Trump Tower, oder nicht? Hier, guck mal da, da ist der Trump, da liegt der Trump drin. So, und da fliegen wir nun. Ui, erinnere mich gerade an Head of Darkness irgendwie. Ah, natürlich werden wir hier eben gedroppt, damit wir uns vorschlagen bis zum Trump Tower. Ja, geil. Hier sind wir nun. Eisengolen Onolondo. Eine Menschlichkeit. Reden? Ach so. Was? Ah, wir können zurückreisen. Na, das ist ja geil, Alter. Da bin ich ja froh, dass es geht. Oh, Jung. Da können wir zurückreisen. Oh yeah. Aber ohne Ladescreens, dass alles geht. Was ist das denn jetzt hier? Was ist das? Ring aus dem Licht untersuchen. Ach, da kommen die wieder. Kann ich das überspringen? Ja, das kann ich sogar. Egal. Aber cool. Ist das. Pass auf, wir sind 3 Milliarden Viecher, die mich jetzt one-hitten können. Oder werden. 44.000! Ja, da gehe ich jetzt einfach nicht da. Oder gibt es hier jemanden? Estusflaconi.de 44.000 Seelen in meiner Tasche. Tschüss. Erstmal werde ich die Ausdauer ein wenig aufwerten, damit wir mehr schlagen und ausweichen können. Und wir haben eh nur zwei Estusflaconi.de. Reden. So. Ohne irgendein Ladescreen oder sowas geht's einfach weiter. Guck mal, kann man da hinten überhaupt weitergehen? Wer auch immer dies zugesiegelt hat, der hat richtig schlechte Arbeit gemacht. Ey, das ist gar nicht mehr. Das entspricht gar nicht den Bauvorschriften hier in Deutschland. Das muss man ja bitte der Norm anpassen, ja? Wenn das bis zum 30.10. nicht gemacht ist, dann gibt es ein Strafbußgeld, ja? Das geht gar nicht. Life is life. Na, 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 na. Ja, live. Ich bin live. Na, 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 na. Auf, Twitter. Keine Ahnung. Und tot. Wenigstens bin ich aus dem Scheißgebiet weg. Wir rasten aus. Conditioni. Wow, die Ausdauer steigt um 2 Punkte.
Mit Mayonnaise könnten wir das hinkriegen. Ja, so, ich hab's getan. Pech gehabt. Ja, ich hätte auch Beweglichkeit nehmen können, aber Pech gehabt. Jo. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Ausdauer, jo. Da, 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 da. Da, 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 da. Wir töten den Kollegen da hinten nochmal, denn der hat richtig geile Sachen. Dann können wir auch mal was mit den Alten machen. La, la, la. Und zack. Und zack. Und zack. Okay, dann nicht. Ich sehe gerade auf meinem Channel ähnliche Kanäle. Spark of Phoenix kenne ich. Paluten. Naja. Und PewDiePie. Okay, PewDiePie. Gut, dass ich mit PewDiePie verglichen werde. Das ist immer sehr schön. How's going? Here's a Lakota! Nee, der ist ja nicht so drauf, aber nicht mehr so drauf. Nicht mehr! Ja. So, ich bin mal gespannt, was jetzt als nächstes passiert. Ich hab gehört, man kann Sachen verkaufen. Endlich. Nachdem man die zwei Glocken geklingelt hat, Alter. Die beiden Glocken von deiner Mutter mal richtig Schwung hat. Dann geht das, aber dann, sonst geht ihr das nicht, ey. Da kommt dann sonst die Polizei an. Die will das nicht. So, jetzt untersuchen wir diesen Lichtring. Oder diesen Ringlicht. Diesen Anus. Ich wette, das ist einfach nur ein 2D-Sprite. So. Mit Zauberhand und Handzauber. Sind wir nun hier? Weil jetzt ja jemand mal ausnahmsweise lieb zu uns. Ah! Ist ja eh niemand lieb für uns. Zu uns. Hallo, der Herr. Könnt ihr mir sagen, bitte schön, wo hier die Cafeteria ist? Ich habe so einen Hortshunger. Geht das? Ey, der ist gar nicht Akku. Okay, ich glaube, der ist jetzt Akku. Warum schreibt er mit seinem Schild an, anstatt uns mit seinem... Das wollte ich gerade sagen. Mit seinem Messerchen an. Oder mach einmal so viel Schaden. Ey, ich war unter ihm. Das ist der von She Said. Warte mal kurz. Disrespect. Direkt vor ihnen heilen, Alter. Yo, Roundhouse-Attacke hier. Was soll das? Au. So, aber trotzdem. So schwer war der jetzt nicht. Boah, 1500, das ist nice. Ach, da sind das zwei Stück von denen. Okay, das wird jetzt ein wenig interessant. Ey, yo, Boyd, was geht ab? Die greifen mich aber nicht an. Kann ich den kaputt machen? Wenn jetzt sauer auf mich. Hä? Guck mal, hey, Junge. Ne, Disrespect. Ah, hinten ist eine Truhe, okay. Guck mal, ich mach eure Sachen kaputt, ne? Wie fühlt ihr euch, hä? Wie fühlt ihr euch, hä? Ihr scheiß Hurensöhne. Ist da hinten ein Händler? Da hinten... Ne, da sind auch wieder zwei von den Typen. Ich will nur wissen, wo dieses Kibbeling-Ding ist. Kibbeling-Ding, Kibbeling-Ding, Kibbeling-Ding-Ding. Ach guck mal, der eine ist so aktiviert oder... so geworden. Das ist nice. Ey, da macht ja voll weh. Ich kann mich mal. Okay, davor kann ich mein Schild schlecht schützen. Aua. Er kann springen, das ist das Neue. Provisierfeuer. Au.
Komm her, komm her, ja, komm her. Aua. Wenigstens trifft er mich nicht, wenn ich auf dem Boden lieg. Alter, kannst du aufhören zu jumpen, Alter? Du bist so fett, die Erde bebt, wenn du springst. Das ist sogar wahr. Komm, mach eine lahme Attacke, damit ich das, mich heilen kann. Da zum Beispiel. Ich habe bald kein Flaconi mehr. Kein Flaconi.de Rabattcoupon mehr. Komm, du bist gleich tot. Komm noch einmal. Alter, hör auf, warum so hüpfen, du bescheuert, du. Du Eumel. So, der ist jetzt tot. Weißt du, ich würde erstmal gucken, wo hier so ein. Ich würde da. Alter, da hinten wäre die perfekte Location für so ein Ding. Bitte sag, dass da eins ist. Entweder ist ein Aufzug oder da ist ein Feuerding. Also, ja, das ist ein Leuchtfeuer. Ich hätte gerne beides. Oder, nee, ich hätte lieber ein Leuchtfeuer. Aber wie es scheint, ist es ein Aufzug. Ich wollte gerade noch runtergehen, nein. Vielleicht ist hier unten ein Leuchtfeuer. Ja, okay, dann nicht. Ich wette, das Feuerding ist da hinten irgendwo am Arsch der Welt. Oh, da ist es. Ah, da ist es ja. Da, 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 da. Oh, da ist sogar jemand am Leuchtfeuer rasten. Ja. Was soll ich verlief wieder meinen Estus. Ne, doch nicht, weil der schon aktiviert ist. Hallo. Das ist eine Frau. Oh. Welcome to the lost city of Anolondo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here. And head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Ethel Flacknung bestellen. Eine Feuerhüter sehen. Nein, reden. What is it? What am I? Okay. Die ist nur die Hüterin. Okay. Wenn ich die töten würde, glaube ich, geht das Ethel Flacknung kaputt. Das Ding kaputt. So, dann gehe ich jetzt mal hier hin und guck mal, was in der Kiste da hinten ist. Die beiden Herren hier ein wenig schützen. So. Yo, yo, yo. Ich bin eure Kiste Kaukern, yo.